Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Beim letzten Mal haben wir den Werwolf-Fluch aufgelöst, indem wir quasi den Hüter mehr oder weniger mitgeopfert haben. Durch viele Dialoge hat er sich dann dazu entschieden. Heute würde ich gerne nochmal in diese ganzen Wälder hinein. Unter anderem, damit wir noch ein paar Kisten öffnen können. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob das hier von den ganzen Werten hier so langsam reicht. Also von dem Inventarplatz und sowas. Weil ich bin da ja noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie was ausgeben kann und will wir und soll. Hart, um für alle Jäger herzustellen. Ich bin kein Händler. Also halt, ne, ob ich da... Oh shit. Wir arbeiten hart, ob ich noch ein bisschen das Inventar noch kleiner kriege. Na, den Bogen hier würde ich ja aufheben für den, möchte gern Beppo. Das hier. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich würde das irgendwem von denen hier noch geben. Ich glaube hier Alistair hatte ja nicht genug Stärke dafür oder sowas. Irgendwie sowas war da ja. Keine Ahnung, was mit dem Lederbuch hier ist. Vielleicht kann ich das auch erst später irgendwie für eine Quest gebrauchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Das ist einfach so. Was ich mal mache, ist die Todeswurzeln hier auf ein... Nein, mache ich noch nicht. Noch nicht auf ein Maximum bringen. Das mache ich später. Aber wir werden hier vielleicht, wenn dieser Ort nicht von der dunklen Brut überrannt wird, Hallo Misra? Hallo? Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich die Jäger wieder erholt haben. Ah, okay. Ich freue mich darauf. Ja gut, Ich teile übrigens nicht gern. Das solltet ihr wissen. Ich habe nicht vor, mir etwas von euch zu leihen. Ich würde euch auch nichts leihen. Ihr solltet besser davon ablassen und euch etwas Eigenes suchen. Mein Eigenes? Was? Euer Anschein überzeugt mich nicht. Wenn ihr einen Wettstreit wollt, dann sollt ihr ihn bekommen. Ihr Bewohner der Wildnis seid schon seltsam und sehr besitzergreifend. Ich weiß ja nicht, wovon ihr reden. Ob die jetzt von mir reden? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja beide Interesse inzwischen an mir. Finde ich aber interessant, wenn es tatsächlich so sein soll. Ja, was ich sagen wollte ist, falls dieser Ort von der dunklen Brut natürlich überrannt wird, können wir halt hier dann nicht mehr hin und Elfenwurzeln kaufen. Aber ich würde es halt eigentlich schon gern haben, ne? Ja, wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Weiter in den Wald. Und werde da erstmal attackiert. Das ist toll. Ja, das ist toll. Von wem oder was denn? Ich werde nicht untätig zusehen, wie Fremde die Dalish bestehlen. Die Anweisungen des Hüters interessieren mich nicht. Ihr bezahlt für eure Vergehen. Zum Angriff! Ich kann es erklären. Das war so verlockend. Melora. Na, ich weiß ja nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass ich die Leute so beklaut habe. Ich habe auch... Oh, noch komm, jetzt ist es... Jetzt ist Dragon Age wieder abgeschmiert. Oh, manchmal hat das Spiel aber wirklich seine Momente, wo es einfach gerne abschmieren will, ne? So, Moment. Bitte warten. Starte Spiel neu. Bitte warten. Jetzt, ne? Würde mich halt interessieren, weswegen, was ich genau geklaut habe, wollen die mich denn dran kriegen? Wegen dem, was aus der einen Kiste da war, dieses eine Buch oder was das war? Fände ich schade, aber ist okay. Ist dann halt so. Einmal ganz kurz hier. Muss ihn hier noch skillen. Mach mal Tapferkeit. Warum nicht? So, dann Morgan. Möchte auch was skillen und zwar Magie ist nie verkehrt und ein bisschen Willenskraft. Und hier haben wir fliegender Schwarm. Mach mal. Mach einfach mal. Das wird schon. Irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So. Ich teile übrigens nicht gern. Ja, das wissen das wir. Solltet ihr wissen. Ich habe nicht vor mir. So. Zur Not, ich kann auch beide haben, ja? Niemand sagt, dass ich hier monogam leben muss. Ich werde nicht.
nicht untätig. Ja, gut, das kennen wir. So. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt hier einigermaßen über die Bühne kriegen. Du attackierst bitte auch sie. Mit einem ordentlichen Eispenöpel. Und du greifst sie an und gehst halt in diese Haltung. So, und du machst auch schon was. Bitte warten. Natürlich, der Tank läuft erstmal in der Falle. Er ist in der Falle! Ist halt so. So, und jetzt hoffen wir, dass das Spiel nicht abstürzt. Das wäre ganz toll. So, was ich mal machen kann, ist hier mal einen relativ starken Wundverband annehmen. Du machst da schon was. Du kannst mal deine Dolche hier vergiften. Mit dem guten alten Todeswurzelextrakt. Du machst mal flammende Waffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das hier überschreibt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es halt nicht. So, da ist Melora wieder. Bitte warten. Nein, da. So, du bitte auch. Auf Melora. Mal wegen größere Bedrohung und so. Und du bitte auch. Danke. Sehr freundlich. So, du machst hier mal eine kurze Heilung. So, ja, die kriegen wir noch down. Du bräuchtest mal eine Heilung. Wenn du nicht in der Falle wärst. So. Unser Ziel da ist so langsam mal tot. Das ist schön. Dann kannst du jetzt hier mal so was machen. Und so was. Und da nochmal. Und da nochmal. Die kriegen das da ja schon hin, zum Glück. Irgendwann müssen die ja auch können. So. Da hinten ist noch eine Falle. Noch irgendwo was? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Gut, dann gucken wir mal, was haben die denn dabei? Schwache Wärmebalsam ist eigentlich auch eher Schrott, ne? Du hast dabei starker Wundumschlag, tralala. Aha, ne? Gehen dann doch nicht die Dalish hier mit in den Kampf? Ich weiß es nicht. Weil ich jetzt hier Melora getötet habe. Keine Ahnung. Kann ja mal zusammenspinnen und so. Okay. So. Dann lass mal weiterziehen. Irgendwie, irgendwo hin. Ach, guck mal, da haben wir noch eine Kiste. Da haben wir doch jemanden mit einem Spezialauftrag dafür. Was? Fähigkeit unzureichend? Aber das geht. Immerhin. Zwei Pfeile. Whoop-ti-doo-di-doo. Schade, ist da jetzt hier, ne? Und so, das nicht reicht. Schade, schade, Schokolade. Na gut, dann gehen wir mal. Immerhin weiter tiefer in den Wald hinein. Es gibt keinen Grund weiter in diese. Hä? Wo soll ich dann hinreisen? Da lang? Ich hoffe doch. So. Okidoki. Ihr What? Seid der graue Wächter, der den Fluch gebrochen hat. Ja. Ich verlange zu erfahren, was mit den Werwölfen geschehen ist. Wo sind sie? Sie sind nirgendwo. Ich habe sie erschlagen. Nein, sind keine Werwölfe mehr. Der Fluch wurde aufgehoben. Das macht keinen Unterschied. Diese Ungeheuer haben meinen Mann ermordet und viele meines Clans. Das Blut der Dalish klebt an ihren Händen. Wenn sie wieder Menschen sind, wird es nur umso einfacher sein, Rache für ihre Verbrechen zu nehmen. Sagt mir, wo sie sind. Du willst also an Schwachen dich, ne? Vergreifen. Zethrian wollte ebenfalls Rache. Ihr seht ja, wohin das geführt hat. Seine Rache war gerecht. Wenn ich ihr Blut nicht bekomme, dann hole ich mir eures. Im Namen des Gottes der Rache, Elgahan, verlange ich Gerechtigkeit. Nee, ist ja toll. Nur wildgewordene möchtigen Dalish Elfen. Es ist doch nicht wahr. Ich fühle mich hier ein bisschen gemobbt, ne? Nur so ein bisschen. Penowin. Ja, warte. Dafür fällt die auch ein bisschen schneller um. Das ist ja auch etwas. So, dann bitte auf den nächsten.
Ja, sieht doch gut aus. Okay. Was haben wir denn da? Oh, ein bisschen Silber hier. Jetzt weiß ich auch schon teilweise nicht mehr wohin mit dem Silber, ne? Ist ja furchtbar. Ach, guck mal, hier in dem Waldstück sind wir. Ah, okay. Ich weiß, wo wir sind. Wo du. So, dann gucke ich mal ganz kurz, wo hier das eine Grab war, das wir gesehen haben. Das Grab, das ich halt damals nicht bewegen konnte. Da habe ich noch eine Elfenwurzel übersehen. Das geht ja nicht. Ja, wo war das doch hier? Haben wir das hier markiert? Alter Grabstein. Das ist in die andere Richtung. Und hier haben wir, glaube ich, noch irgendwie was nicht richtig erkundet. Na gut. Kriegen wir hin. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Aber finde ich interessant, weißt du, eigentlich würde man halt nicht so unbedingt erwarten, dass man halt jetzt hier nochmal zurückgeht und überall hast du dann hier nochmal ein paar von den möchtegern Elfen, die erstmal sagen, ey, finden wir nicht gut und so, ne? So. Dieser Grabstein eines Generals aus Tevinter, die Grabstein macht deutlich, dass sein Geist zurückgeblieben ist, um über etwas zu wachen. Dann bewegen wir den mal. Okay. Ich sehe zwar hier noch niemanden, aber okay. Ah, okay, da hinten. Der Wiedergänger. Alle bitte auf den Wiedergänger, danke. Alle auf den Wiedergänger. Das dann jetzt noch mit möglichst viel Überleben, wäre super. Oh Gott, so willst du dir mal überleben? Das machst du toll. Also eigentlich eher weniger toll, eigentlich nur existierst du. So, du machst bitte auch hier sowas. Oh Gott. Der ist betäubt. Sie könnte hier was nehmen, immerhin. So. Oh Gott. Das Leben geht einfach nur so zügig runter. Es ist krass. Ja, okay. Liliana ist tot. Du hast doch gerade hier eine Heilung genommen. So. Ja, das lief tatsächlich ein bisschen besser mit der anderen Truppe. Will ich ja nur gesagt haben. Und uns gehen die Heil-Items aus, weil ich keine Fläschchen habe. Kannst du hier nochmal blitzdingsen? Kannst du hier dich nochmal heilen? Kacke. Das läuft jetzt alles andere als gut. Das läuft alles andere als gut. Bitte warten. Und komm. Machen wir so was. So. Knaufschlag. Hat er widerstanden, das ist ja toll. Ja, das wird leider nicht ganz reichen. Ja, jetzt bin ich betäubt. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Mann. Oder ob ich doch erst auf die Kleinen überall gehen sollte? Ich weiß ja nicht. Wo starten wir denn jetzt wieder? Och, wieder hier. Och, oh. Gibt's das denn? Vielleicht noch irgendwas anderes hier, was mehr nutzen würde? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Präzise Schläge, hm. Ich bin von präzisen Schlägen tatsächlich nicht so begeistert.
Na, so gar nicht. Na guck mal, da haben wir auch noch eine Elfenwurzel übersehen. Gibt's ja nicht. So. Also nochmal in die Kämpfe gegen die Elfen. Es ist nicht wahr. Also, diese Sache zwischen euch und ihm. Was? Verstößt das nicht gegen eure Gelübde? Was? Was ist das denn für eine Frage? Was meint ihr mit diese Sache? Stimmt ja, ich bin blind und konnte gar nicht sehen, wie ihr einander angafft. Er hat mich nicht angegafft. Oder doch? Hat er mich wirklich angegafft? Jetzt bin ich plötzlich auch nicht mehr sicher. Vielleicht hat er euch doch nicht angegafft. Ich weiß es nicht. Ich könnte ihn fragen. Das könnt ihr nicht machen. Oder doch? Das könntet ihr doch nicht machen. Doch, könnte ich. Werde ich aber nicht. Sonst muss ich ihm als nächstes noch eure Liebesbriefchen zustecken. Ich... Kümmert euch um euren Kram. Wie unangemessen. Liegt da Liebe in der Luft? Er ist hier Zuneigung und nein. Ach, das ist sie, okay. Dann ist alles okay. Und sie? Nur Interesse, okay. Aber wieso habe ich denn bei Liliana jetzt hier, ne? Na, Zuneigung. Finde ich ja interessant. Na gut. Wir... Ich überlege, ob ich gerade zurückgehe. Mehr Heil-Items hole. Also halt Fläschchen in dem Fall. Man kann es ja mal probieren. Ja gut, da ist immer irgendwie was. Immer. Ich weiß gar nicht warum. Was geht hier ab? Konzentriert euch, so wie wir es geübt haben. Und jetzt Feuer. Was? Ach so scheiße, die dunkle Brut. Oh, und davon nicht wenig. Na, es wird ja lustig hier. Und die Erde bebt. Und sie haben da hinten Probleme. Na komm. Hier, mach mal den Hörlock Alpha platt. Einfach immer fester Druck. Fester Druck. Triff keinen Falschen. Das ist alles nur, damit ich Fläschchen kaufen kann, damit ich hier weiter meine Wundumschläge machen kann, ne? Na komm. Einmaliger haben wir noch. Ist nicht wirklich viel. Oh Mann. Seht nur, meine Verletzungen bilden ein hübsches Muster. Also irgendwas stimmt mit der Ischer nicht. Ich bringe diese Schüler nach Radcliffe. Der erste Verzauberer. Welche Schüler? Benötigt jeden Magiebegabten für den Krieg. Sie sind jung, aber ausreichend fähig. Sehe ich, sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind total fähig. Du bist der einzige Überlebende. Hast du toll gemacht. Hast du ganz toll gemacht. Aber Liliana, ne? Oh, sieht man mal. Verletzung bilden ein hübsches Muster. Frauenverletzung. Ja, ein Mann würde wahrscheinlich heulend in der Ecke liegen und eine Frau so, oh, guck mal, es macht ein hübsches Muster. Ja. Weiß Bescheid. So, jetzt aber will ich zusehen, dass ich hier irgendwelche Fläschchen kaufen kann oder so. Das wäre ganz toll. Ich finde das schön, wie du halt hier immer mal wieder andere Begegnungen hast und so. So, musste ich in die Taverne für Fläschchen, ne? Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück sind Fläschchen nicht so teuer. Könnte ich eigentlich zwei Stacks mitnehmen und könnte halt erstmal Wundumschläge en masse herstellen. Die wahrscheinlich jetzt für die nächsten zwei Stunden halten könnten. Muss aber nicht, aber könnten. Ja, 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 ja. Dann kehren wir ins Wald zurück, kaufen da nochmal Elfenfurzeln und sowas.
Ja, könnte man machen. So. Herr von uns Barkeeper. Da ist ja der Held des Tages. Ich will sehen, was ihr habt. Ja, ich hab... Ja. Fläschchen. Alles. So. Und ruhig noch ein Snack. Stack. So. Dann mache ich folgendes. Mach hier erstmal Elfenwurzeln. Das kann sich nur um Stunden handeln hier. So. Haben wir noch 125 Fläschchen über für sonstige. Und haben halt jetzt erstmal kleine Wundumschläge in Massen. Oh, guck mal, da haben wir noch eine Quest. Oder wir. Zu den Freischälern könnten wir eigentlich auch mal, ne? Und hier die Mana-Tränke auch mal abgeben. Mussten wir doch, glaube ich, zu dem einen da oben, oder? Oder? Wir hatten ja zwei Quests, da müssen wir Mana-Tränke für haben. 10 Stück. War das eine nicht der hier? Geht bitte weiter. Ich habe ein Geschenk für die Gemeinschaft der Magier für euch. Oh, wunderbar. Ich freue mich immer über Nachrichten von meinen aufrechten Freunden aus der Gemeinschaft. Meine Männer und ich danken euch. Ich werde sicherstellen, dass die Großzügigkeit der Gemeinschaft erwidert wird. Nun solltet ihr euch wieder auf den Weg machen. Das stimmt allerdings. Auf Wiedersehen. So, das war Ditte. Ja. Ich habe eine offene Wunde und nein. Was machen wir denn da? Haben wir nicht hier so eine Verletzungsausrüstung hier? Da. Benutzen. Siehst du wohl. Dann ist die offene Wunde auch weg. Kriege ich wahrscheinlich weniger Schaden oder so. Ich weiß es nicht. So. Du da, Kantorin Pfarrer. Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Aha. Also einfach nur eine Quest zum Abgeben. So, dann kann ich auch nochmal gucken hier hinten auf den Steg, ob die beiden Beppos da Quests haben, die ich abgeben kann oder so. Ich weiß es nicht. Ach, das ist nur der eine. Die anderen Freischäler, weiß ich nicht, wo die sind. Hier, kann ich bei dir was abgeben? Nee, ne? Ihr doch. Habt es euch verdient. Möchte noch was? Schön, nein. Euch wiederzusehen. Okay. Ist immer gut, wenn ich weiß, welche Quests ich abgeschlossen habe und welche nicht. Das ist auch so unscheinbar, weil es halt keinen Questmarker oben drüber hat und so. Ist halt immer so eine Sache. Das heißt, wir können jetzt von hier wieder verschwinden. Wieder zurück in den Wald. Elfenwurzeln kaufen und dann weiter tiefer in den Wald. Das ist jetzt so mein Plan. Ob das auch funktioniert, ist eine andere Geschichte. Aber das ist so mein Plan. Nee. So. Bitte warten. Bitte warten. Es dauert nur eine halbe Stunde, bis ich hier mal irgendwo hinkomme. Ich bin nicht so schnell zu Fuß. Einmal zur Weltkarte bitte und einmal bitte nach da hinten hin. Hier, die dunkle Brut breitet sich auch weiter aus, ne? Kampf mitten in der dunklen Brut. Achso. Tätig zusehen, wie Fremde die Dalish bestehlen. Die Anweisungen des Hüters interessieren mich nicht. Ihr bezahlt für eure Vergehen. Kämpfen wir also jetzt gleich hier und auf der Stelle, ja? Ist okay. Meine Fee. Lady Anna, mach mal ganz kurz hier die Falle hier kaputt. Und die meinetwegen auch. So. Einfach nur, damit das jetzt nicht weiter zum Verhängnis wird. Och, jetzt ist es wieder abgeschmiert. Was ist denn das? Oh, okay, gut. Wir sehen uns im Bälde wieder, wenn wir im Wald angekommen sind.
Wir haben jetzt diese kleine Passage wirklich zu genug gesehen. Ihr wisst, was ich tue. Ich gehe jetzt nach Redcliffe, hole mir Dinger, ja, gehe zurück in den Wald, hole mir Elfenwurzeln und dann, ja, dann geht's weiter im Wald hinein. Und wenn wir im Wald sind, quasi kurz vorm Grabstein, dann sehen wir uns wieder. Also dann, bis denne.